Buttonfall in der Lausitz, das ist ja bekanntlich nicht mehr. Seit Anfang Oktober ist ein tschechischer Investor offiziell Eigentümer der Lausitzer Gruben und Kraftwerke. Ja, und der will möglichst viel Geld verdienen mit der Braunkohle. Auf welche Weise? Das hat er heute erklärt. Und sowohl die Arbeiter als auch die Lausitzer, die zu Tausenden um ihre Heimat fürchten, haben ganz genau zugehört. LEAG heißt die neue Gesellschaft, Lausitz Energie AG. Klingt ähnlich wie die MIBRAG im mitteldeutschen Revier. Sie gehört bereits dem tschechischen Energiekonzern EPH. Der verspricht heute: Wir haben uns abgestimmt mit Vattenfall, dass wir auf die Dividendeausschüttung von der Gesellschaft verzichten für die kommenden Jahre. Und das sichert auch für das Unternehmen, dass wir alles, was wir hier von finanziellen Mitteln erzeugen, wieder zurück reinvestieren ins Business. Doch es gibt Befürchtungen, vor allem, dass EPH eine Heuschrecke sei. Großes Thema heute Abend auch beim Stammtisch der RBB-Landeswelle Antenne Brandenburg. Wurde EPH zum Beispiel bei der Rekultivierung überhaupt genug in die Pflicht genommen? Ist es mitnichten so, dass die Landesregierung die Fragen von Rekultivierungsverpflichtungen in irgendeiner Weise ignorieren würde, sondern das werden wir genauso sorgfältig bearbeiten, wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben. Herr Gerber, es gehört zu Ihrer Sorgfaltspflicht, genau das zu prüfen. Nach dem Bundesberggesetz können Sie Sicherheitsleistungen verlangen. Bei jedem Kieskuhlenbesitzer verlangen Sie das, nur nicht in der Braunkohle. Ich lasse mir von Ihnen überhaupt nicht sagen, dass wir uns nicht an Recht und Gesetz halten würden. Das weise ich ausdrücklich zurück. Sie sind nicht derjenige, der das zu beurteilen hat. Er wird Chef der neuen Lausitzer Energiegesellschaft, Helmer Rendes, vorher Finanzvorstand bei Vattenfall. Die Antwort auf die wichtigste Frage blieb er heute schuldig. Was wird aus den geplanten Tagebauerweiterungen in der Lausitz? Nochten und Welzow sind bereits genehmigt. Wir sind jetzt in intensiven Gesprächen und müssen natürlich jetzt drei Dimensionen abdecken. Wir müssen zum einen gucken, was ist geologisch möglich, zweitens, was ist wirtschaftlich vertretbar und drittens, was ist politisch umsetzbar. Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mit unserer neuen Gesellschafter besprechen. Und ich gehe davon aus, dass wir zeitnah in den nächsten Monaten dazu zu einer abgestimmten Entscheidung kommen werden. Vermutlich wird das im Frühjahr 2017 passieren. Zumindest die Kohlekumpel sind vorerst zufrieden. Für die 8000 Mitarbeiter von EPH gibt es bis 2020 keine betriebsbedingten Kündigungen.